So, alle Spiele im Trend. Weiter geht's mit Let's Play Raiders. Ich bin noch in der Kanalisation von Ritz und muss jetzt hier erstmal Sothia finden, Torrens Halskette besorgen und danach epischer Zoom-In zum großen Bosskampf gegen Holuto. Und zwar ist das ein Gruppengegner, ein epischer Gegner, wie sie in Raiders genannt werden. 2-Sterne-Mobs, kann man auch dazu sagen, wie auch immer man Bock hat. Und den werde ich solo versuchen. Aber erstmal hier noch so ein kleiner, ich würde mal sagen, Gaming-Smalltalk. Das ist ja hier wirklich gar nichts. Das hier soll die böse Sothia sein, die jetzt... Hat die Torrens Halskette bereit? Ich weiß gar nicht, ob die hat. Jedenfalls, irgendwo werde ich die schon bekommen. Hier im glitschigen Glibber... Wow, da blockt sie ab, eine Verteidigerin. Im glitschigen Glibber-Ding. Jetzt läuft sie mir davon. Ich muss sagen, die humanoiden Gegner, also wirklich die Menschen unter den Raiders-Mobs, wie ganz am Anfang die Vespio-Bande und dann im Kloster, die sind irgendwie sehr oft... Ja, da klatscht sie mich auch sehr oft irgendwelche Verteidiger mit Schild. Also irgendwie, die Mob-Designer hatten, keine Ahnung, irgendwie Bock auf Verteidiger, glaube ich. Der Ersteller war da irgendwie selbst ein Verteidiger und wollte da jeden Mob als Defender designen. Ich muss wirklich sagen, Berserker findet man ja da kaum als Gegner. Kleriker hält sich da auch in Grenzen. Aber das ist zumindest nur so gefühlt. Ja, ich habe kein Buch geführt, keine Statistik irgendwie. Aber die Verteidiger gibt es irgendwie am häufigsten. Wie auch immer, das ist sie, die Verteidigerin. Sollte ja, wenn die mal ihren Defense-Buff anmacht, da kann ich mich schon fürchten, weil dann machen meine Sachen nur 100 Schaden. Deshalb hält die auch so lange aus. Leveln ist nicht so gut bei denen. Jetzt bin ich gespannt. Ist da jetzt auch die Halskette? Jawohl, sie hat die Halskette bereit. Eine Halskette, die Torren gehörte. Ja, warum heißt sie wohl auch Torrens Halskette? Im Hintergrund bekomme ich immer diese Beweise für die Eliminierung der Champions. Das ist noch immer für die Quest aus Freihafenstadt Ingen. Olivers Tisch, da bin ich schon fast am höchsten. Die nehme ich immer an. Immer wenn man irgendwelche stärkeren Gegner besiegt, gibt es da automatisch so ein Quest-Update. So, jetzt gebe ich das erstmal ab und danach geht's zum Bau des Poluto. Ich gebe vorher die Quest ab, sicherheitshalber, man weiß ja nie. Vielleicht ist das so eine 2-in-1 Quest dann und der sagt mir auch für die Quest, besiege Poluto oder finde sein verstecktes Horn oder irgendwas muss ich da schon machen. Keine Ahnung, wie auch immer. Erstmal hier reden und abgeben. Sicher ist sicher bei sowas. Das ist der Torren. 11.000 Erfahrung. Oh, schade. Zum Level-Up hat es jetzt nicht mehr gereicht. Das wäre noch eine Erleichterung gewesen für den Boss, aber das wird schon klappen. So, bitte melde dich erstmal bei Parin. Okay, das heißt doch nichts mit Poluto. Habe ich nochmal Glück gehabt? Naja, Glück eigentlich eher nicht. Ich muss ihn ja sowieso besiegen. Will ihn ja sowieso besiegen. Und wie gesagt, man kennt mich ja jetzt schon ein wenig, auch nach Zignif, den ich auch solo... probiert, nicht nur probiert, sondern auch gekillt habe. Ich finde irgendwie MMOs, MMORPGs, Online-Spiele oder Spiele im Allgemeinen, die werden immer leichter. Man hat kaum Herausforderungen. Ich meine, es ist alles schön und gut, Questen und alles, aber so wirklich schwierig wird es da kaum. Deshalb möchte ich es mir selber zumindest ein bisschen schwieriger machen und auch gewisse Gegner, die eigentlich für eine Gruppe designed sind, auch mal solo probieren. Ja, da oben, falls bisschen zu heiß wird, wird dann noch für die Abluft gesorgt, aber ich denke mal, bei so viel Organen hier ist das schon egal. Na gut, da bin ich mal gespannt. Ich habe keinen Plan, was der Gute kann. Vielleicht kann man den auch gar nicht solo schaffen irgendwie, aber ich... Was war das für ein 360 Frontflip? Schauen wir mal so ein bisschen seine Attacken an. Was der so kann, wird sicher wieder ein langer Kampf, wo ich dann ein wenig vorspule. Oh, oh, was macht der jetzt? Poluto übrigens, ich nehme an, wegen Pollution, deshalb er raucht auch schon so ein bisschen, also Verschmutzung, irgendwelche Seuchen, auch ein sehr cooler Name. Kleiner, was ist das für ein krasser Move, den würde ich mal gerne in der Zeitlupe sehen, ausweichen. Was macht er? Jo, so 2% habe ich ihm schon abgezogen. Okay, was macht er jetzt, was war das jetzt? Für ein schneller Move? Hm, keine Ahnung, also ich denke mal, eigentlich kann man da gemütlich, oh mein Gott, gemütlich zu ihm draufklatschen. Na gut, da werde ich dir noch ein bisschen... erkunden müssen. Jetzt erst noch
zur Weihnachtszeit auf der Wii U bei Verwandten gespielt und das komplett durchgesuchtet. Da war der Endboss auch, ja, ein bisschen knifflig. Sowas mag ich. Aber in... Was? Wieso, wie weit trifft er? Den muss ich noch ein bisschen abchecken. Ja, aber irgendwie in den MMORPGs wird das alles immer leichter und alles mit einer Gruppe. Am liebsten würde das Game ja selbst welche Gruppen bereitstellen, falls man keine findet. Well, okay, der ist jetzt nicht so leicht. Naja, ich probiere einfach noch, schaue noch ein bisschen herum und melde mich dann wieder. Ah, blöde Kiste. Und da macht er einen Stampfer nach hinten und ich sterbe. Oh mein Gott, jetzt... Oh, hatte ich schon, ich weiß nicht, was war das? Ein Sechstel, ein Fünftel, irgendwas runter? Mann. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig für meinen ersten Versuch. Ja, ich habe mich nicht so getraut zu ihm hin. Jetzt hat er einen Stampfer nach hinten gemacht. Den habe ich noch nie von ihm gesehen. Das wusste ich nicht. Okay, naja, aber den ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Der wird noch... vom Schilling hören. Wenn man stirbt, dann heilen sich gewisse Open-World-Bosse nicht auf. Also, kurz anschauen. Der ist noch nicht ganz regeneriert. Die regenerieren sich dann nur recht langsam. Andere Bosse aus verschiedenen Instanzen, die sind dann meistens wieder komplett voll. Ja, da habe ich auch schon seine Agro und werde es jetzt einfach nochmal probieren, ihn jetzt praktisch von dieser Lebensenergie ein bisschen runterzuhauen. Muss mir merken, er hat auch eine Stampfattacke nach hinten. Seinen komischen, giftigen Rauch, dem bin ich nicht entkommen. Der wurde mir dann zum Verhängnis, dann sind die Lebenspunkte zu gering geworden. Den macht aber irgendwie nur, wenn man dann zu nahe dran steht. Aber man kommt dann auch gar nicht mehr weg. Also das ist ziemlich knifflig mit dem Rauch. Wenn ich dem irgendwie entkommen kann, dann glaube ich, das ist dann der Schlüssel zu Paluto. Ich werde da noch ein bisschen herum versuchen. Ja, und dann wird er hoffentlich sterben. Juhu, entkommen, es geht, man kann dem Gift entkommen. Jetzt ist da noch ein anderer Berserker, Killcader, ist hier, hilft jetzt mit. Ja, bei solchen Bossen kann man es leider nicht verhindern, wenn man einen Solo probieren möchte, dass da auch andere kommen. Macht jetzt nichts, ist jetzt nicht so tragisch. Jetzt kann ich nicht sagen, ich hätte ihn dann Solo geschafft, aber vielleicht komme ich irgendwann nochmal zurück. Sollte er jetzt überhaupt... Au, jetzt treffen mich schon wieder seine Hinterbeine jetzt. Wollte ich eigentlich gar nicht hinter ihm gehen. Kann ich dann nicht sagen, ich habe ihn Solo geschafft, aber vielleicht wird der Tag nochmal kommen. Jetzt werde ich noch ein bisschen hier kämpfen und schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht stirbt er ja, der Killcader. Jedenfalls, man kann dem Rauch entkommen. Natürlich als Magier hat man es leicht, wenn man sich eher hinten aufhält, solange man die Aggro nicht zieht und ein Verteidiger vielleicht dabei... Oh, das... Boah, wenn mich das getroffen hätte, ich glaube, das war was Neues. Das hat er vorher noch nicht gemacht. Das wäre uncool gewesen, aber generell, was das für ein Wesen ist. Er könnte noch ein bisschen größer sein, aber sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wie es aussieht, habe ich die Agro, weil er immer zu mir hinläuft. Komm schon, mach mal wieder was. Leg dich... Oh, nicht sowas, das habe ich nicht gemeint. Leg dich irgendwie auf den Boden. Jetzt, so. Und nachdem wird er dann irgendwie manchmal rot und macht seine komische Seuche. Aber er ist gleich auf der Hälfte. Das sieht schon sehr schmackhaft aus. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Wow, er nimmt ihn. Was macht er jetzt? Er reitet auf ihm. Nein, er frisst ihn und spuckt ihn hinten wieder aus. Oh, jetzt ist er gestorben. Oh mein Gott. Ach du krasses Pferd. Das macht er da immer mit seinen zwei Tentakeln. Hätten wir das auch geklärt. Also, wow, von denen... Ah, das ist dieser Move. Von seiner linken Tentakel sollte man sich auf jeden Fall nicht fangen lassen. Das könnte tödlich enden. Boah, das war gerade krass. Aber schön, dass wir das auch mal gesehen haben. Jetzt läuft er hier schon wieder. Er muss mehr Runden laufen hier mit dem. Aber wir zwei Bersis, wir schaffen das schon noch. Keine Sorge, jetzt liegt er am Boden. Jetzt kann man ein bisschen draufhauen. Und sein komischer Frontflip, der ist ja auch ein Hammer. Ich meine, wem fallen solche Moves ein? Und er wurde schon wieder gefangen. Nein! Jetzt verspeist er ihn. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Leben er verliert. Wie viel Leben verliert er? Oh, gar nicht so viel. Aber er hat irgendeine giftige Seuche jetzt drauf. Ich meine, ich hätte jetzt in der Phase ordentlich draufknüppeln können. Aber ich wollte mir das hier schön ansehen. Boah, der macht das aber jetzt in letzter Zeit ziemlich oft. Dieses Nehmen. Ja, das ist zwar ein Nehmen und ein Geben. Aber ich glaube, der hat das ein bisschen
Oh, jetzt türmt er sich auf. Aber das ist nur so eine kleine Animation, glaube ich, in der man schön hinschlagen kann. Wow, nein, 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 was springst du zurück? Jetzt türmt er sich wieder auf. Jetzt könnten die Magier schön hinzaubern. Ja, nur blöd, dass ich kein Magier bin. Wow. Da, seine Drehung ist immer schön, weil danach ist es immer ideal. Oh, da liegt eine Schatzkiste. Aber die nehme ich jetzt lieber erstmal nicht. Einen Schlag bekommst du und... Nein, jetzt stampft er. Weg, 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 weg. Das Problem bei solchen Bossen ist... Oh, da ist jetzt noch jemand. Und jetzt hat er seine Seuche wieder, aber ich bin zum Glück zu weit weg. Das Problem bei solchen Bossen, solo als Berserker, ist dieser Skill, Kraft der Stille, die heilt mich um 20% und der ist... Sind es 20? Ich will nicht lügen. 20 oder 15? Ja, 15 sind es beim vorigen Rang, aber ich habe das auf 20 abgegradet. Und da ist das Problem, dafür brauche ich den Jähzorn, um diese 20% Heilung zu erhalten. Und für den Jähzorn muss ich einige Angriffe in Folge hintereinander eben auslösen. Und bei dem Boss, da mache ich eben immer nur zwei Angriffe, laufe ein bisschen weg, zwei Angriffe, laufe ein bisschen weg. Und direkt hat der Heiler Aggro. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist gar kein Magier, sondern ein Kleriker, glaube ich. Oh mein Gott, das gibt's ja wohl nicht. Bleibt doch bei mir. Ich meine, es ist angenehm, nicht die Aggro zu haben. Aber ja, so viel zum Thema Poluto Solo. Da werde ich dann vielleicht mal irgendwelche anderen Bosse Solo probieren. Oder vielleicht irgendwann vormittags, wenn sonst hier niemand in der Zone ist. So, jetzt mache ich auch mal Tornado hier. Oh, lauf nicht davon. Aber manche Skills sind eher nicht so geeignet für Bosse. Vor allem, wenn man nicht getroffen werden sollte, weil man keinen Heiler hat. Wenn man ihn solo probieren möchte. Ja, aber muss ich einfach mal vorbeischauen, wenn mehr Leute da sind, dass ich in den... Eigentlich ironisch. Ich möchte weniger Leute, aber muss darauf warten, dass mehr Leute da sind, dass eben der zweite Kanal offen ist. Oder vielleicht sogar ein dritter in der Kanalisation. Denn dann... Ja, dann ist es leichter, weil Kanal 2 schaut eigentlich kaum jemand. Wenn jemand eine Gruppe für Poluto sucht, gehe ich natürlich gleich in den ersten Kanal. Aber man merkt gleich, wenn jemand anderer die Aggro hat, was in dem Fall, okay, jetzt bin es wieder ich, aber vorher, als gerade der Kleriker da für eine Minute die Aggro hatte, ist es einfach extrem, wow, extrem angenehm, da von hinten drauf zu schlagen, weil sich der eben hauptsächlich auf einen konzentriert. Also das macht schon ordentlich was aus und alleine wäre der eine riesige Herausforderung gewesen, aber jetzt, Moment mal, hoppala, jetzt habe ich gar nicht so mitgedacht, ich invite, hoppala. Ich invite dich. Tut mir leid. So, jetzt ist das Projekt Poluto Solo erstmal gecancelt vorübergehend. Und werden wir den hier als Gruppe bezwingen. Da ist sogar noch jemand jetzt. So, du bekommst auch noch schnell einen Invite. Gruppeneinladung verschicken. Was bist du? Siehst mir auch noch einen Bersi aus. Jawohl, drei Bersis und ein Clary gegen Poluto. Aber der hat auf jeden Fall nicht so krasse Sachen, eben bis auf diese Seuche. Den kann man auch solo schaffen. Je nachdem, welche Klasse man ist, wenn man viel herumläuft. Aber ich kann da Geschichten von anderen Spielen erzählen. Da waren die Bosse wirklich selten. Zum Beispiel in EverQuest 2. Die hatten ganz am Anfang beim Release einen Respawn-Timer von mehreren Stunden. Also so 2 bis 8 Stunden. Manche, die kamen nur einmal in der Woche. Aber das waren schon dann ganz andere Bosse. Und da hat man versucht, jeden Boss solo zu schaffen. Die wurden da bekämpft teilweise und keiner wollte eine Gruppe machen, weil der Loot dann so gut war von denen und eben so selten. Deshalb, yo, habe ich da immer... Auch ich bin einfach so geprägt, Bosse alles solo zu versuchen, auch wenn es ein MMO ist. Ich meine, man kann ja dann immer noch eine Gruppe suchen. So, für mich war da nichts dabei. Ah, die würfeln schon um 2-mal verformte Juwelen. Sushi würfelt 99. Jetzt steck mal deine gezinkten Würfel weg. Das gibt's ja wohl nicht. So, nein, nicht Beutemeister, sondern nein, aber würfeln. Beutemeister ist nicht angemacht. Das heißt, dann würde nur ich plündern können, aber dem war ja nicht so. Hier ist häufige Beute wird einfach gereiht und seltene Beute würfeln. Wer übrigens mit den Chatbefehlen nicht so ganz klarkommt, / Fragezeichen, also Querstrich, Fragezeichen und dann erhält man die komplette Palette von allem, was es gibt. Da die verschiedenen Emoticons, wie zum Beispiel / Bow für Verbeugen. Dam, da, 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 da. Oder eben auch wichtige Befehle wie / Party oder / P für Gruppenchat eben. Ja, also wer sich da nicht so ganz auskennt, einfach mal / Fragezeichen. Das war Poluto.
Aus einem Solo wurde ein Vierer. Waren das vier? Ich glaube, das waren vier. Eins, zwei, drei, vier, genau. Ja, und da merkt man schon, wie einfach es dann wird, wenn jemand anderer Aggro hat und die Damage-Dealer dann ordentlich drauf rotzen können, was das Zeug hält. Also das ging ja dann. Aber Poluto, zu dir komme ich auf jeden Fall nochmal zurück. Mit Level 35 werde ich da auf jeden Fall noch einen Abstecher machen. Ja, die wollen den jetzt praktisch wiederholen, wieder für diese Drops von dem. Allerdings ist jetzt kein Kanal offen und ich kenne den Respawn-Timer von dem nicht. Es werden schon so 10 bis 15 Minuten sein, deshalb warte ich da nicht. Ich schreibe mal BRB Quest. Be right back. Ich gebe mal die Quest ab. So, hier ist abgesperrt. Sie ist auch abgesperrt. Da muss man wirklich aufpassen. Und das, ja, das... Einerseits wahrscheinlich haben die das schon so gedacht. Das Gute für die Spieleentwickler, das Schlechte für die Spieler. Wenn man stirbt, respawnt man hier. Und dann muss man einmal ganz um die Zone herum. Das heißt, man kann da nicht so tschuck und wieder sofort zum Boss. Das machen die einfach, um sogenanntes Zergen zu vermeiden. Was in vielen Spielen immer ein Problem ist. Da ist zum Beispiel die Reparatur von der Ausrüstung immer eine Lösung. Dass man sich nur ein paar Mal wiederbeleben kann, dann immer zum Boss. Also im Prinzip schaut man, also was ich unter Zerging verstehe, hatte ich schon in einigen Spielen. Da waren die Bosse, die haben einfach einen immer gekillt und gekillt. Und wenn man nicht aufgepasst hat, nochmal gekillt. Aber es war einem egal, man hat sich einfach wiederbelebt. Ist sofort wieder zum Boss gelaufen, weil eben direkt neben dem Boss die Wiederbelebungsstelle war. Man hatte jetzt keinen fetten Debuff oder so, dass die Attribute sinken, sondern ja, hat einfach immer und immer wieder die Gegner geklatscht und... Das haben dann verschiedene Gilden in anderen Spielen praktisch ausgenutzt. Aber hier an der Stelle geht das zum Beispiel gar nicht, weil man da rundherum laufen muss. Und sowieso hat man ja dann für, wie lange ist es, eine Minute, so einen Debuff, wo alle Attribute irgendwie sinken. Und ich habe auf einmal nur mal 2000 live und so Sachen. Also das geht hier sowieso nicht. So, jetzt gebe ich die Quests ab und steige hoffentlich im Level hier erstmal nicht. Sprich mit Avrana. Avrana, wo bist du? Avrana! Oh, da drüben. Ja, und ich glaube auf jeden Fall meinen Weihnachtshut. Den werde ich hoffentlich bald los. Vielleicht schlage ich zu und kaufe mir die Items schon im Auktionshaus. Ich weiß nicht, wann ich zu diesem Fungus da komme. Weil von dem brauche ich Items für meine neue Rüstung. Ah, ich glaube, ich schlage einfach im Auktionshaus zu, oder? Ich weiß nicht. Oh, bei der muss ich noch warten, glaube ich. Die macht da jetzt irgendwas mit dem und jetzt kann ich es wieder beim Parin abgeben. Komm schon, gebt mir Level Up, dann nur noch zweimal. Bling! Wo es hier in Raiders gar kein so lautes Bling ist, weil es so viele Level Ups gibt. So, zum Oberpriester Vardi. Wo ist denn der? Oh, okay, hier ist der Oberpriester Vardi. Wo? Hier? Bist du Oberpriester? Nein, du bist nicht Oberpriester. Oberpriester Vardi. Ah, der ist in Ritz. Ich denke mir schon, weil auf der Karte das hier ist. Aber da muss ich zurück. So, dann gebe ich hier bei der Elizabeth. Bei der Queen gebe ich noch diese Quest ab. Aber jetzt schaffe ich es auf Level Up. Komm. Level 33, ich komme. 226.000 Erfahrung. Also 230.000 Erfahrung wird man wahrscheinlich brauchen, nehme ich an. Das ist auch nicht so viel. Das ist auch nicht so viel. Und ich bekomme 22.000, weil das eine Gruppenquest war. Wuhui! Okay, Stahlbahn nehme ich nicht. Das bekommt man wie Sand am Meer von verschiedenen Mobs. Und Steine liegen auch viel herum. Stabiler Stoff und Leder finde ich eher selten. Deshalb nehme ich das auch. Ein Gold, unverbessertes Beizium. Sogar 1,5 Gold. Wuhu, Level Up! Elisabeth, geh nicht weg, bleib hier. So, ich soll ihr ihr Messgerät wiederbringen. Keine Ahnung, wo das sein soll. Aber ich werde es schon finden. Ja, ich bin ja immerhin... Bin immer in der Weihnachtsmann Schilling und der wird das schon machen. Da unten neue Quests. Und ich glaube, jetzt geht's bald zum Fungus, was dann wieder ein neuer Boss ist. Ja, Fungus klingt aber sehr giftig. Vielleicht fange ich da auch wieder an, den Solo zu probieren. Und im Laufe des Kampfes kommen dann wieder 4 Spieler hinzu und wir sind eine volle Gruppe. So wie es irgendwie bis jetzt jedes Mal war. Aber macht ja nichts. Kann passieren. So, Fertigkeitspunkt habe ich auch. Und ich wollte noch hier einen Punkt hineinsetzen, ins Hinrichten. Das macht dann 480% Schaden auf alle Gegner. Area of Effect. Den möchte ich noch hier hochpushen. Und ansonsten habe ich jetzt noch praktisch 2 Punkte, die irgendwie Bonus sind, weil ich jetzt eigentlich schon alles so habe, wie ich das möchte. Ich habe hier noch 2 nicht erlernte Skills. Vielleicht erlerne ich die oder pushe noch Tornado, beziehungsweise hier mein Blut des Berserkers. Das ist, wenn ich getroffen werde, habe ich so einen Effekt, der meine Laufgeschwindigkeit erhöht und der
die Special Points wiederherstellt. Und wenn ich den auf 2 pushe, dann stapelt sich dieser Effekt. Das heißt, ich werde einmal getroffen, habe den Effekt Nummer 1. Dann werde ich ein zweites Mal getroffen und dieser Effekt stackt sich dann und addiert sich. Sonst würde sich der Effekt nur erneuern und nicht auch stacken. Na gut, dann geht's weiter noch in der Kanalisation und ich hoffe, nach dem Fungus, dann komme ich schon langsam wieder nach oben, weil ich brauche mal wieder Tageslicht. Ich meine, hier scheint zwar, ist das Tageslicht oder sind das LEDs? Keine Ahnung, aber hier ist es schon ziemlich dunkel und ich werde schon recht blass.